Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco. Und ich bin der Micha. Und das ist ein neues Kobi-Modell, das du gebaut hast, du Autofan, du. Ja, nicht ich Autofan, ich möchte es alle haben. Ja, es ist ja mittlerweile eine Serie, es sind ja wirklich einige. Womit ging es nochmal los, mit dem Trabi? Die 1:12er-Serie von Kobi. Es ging los mit dem Trabi, es folgte der Maserati, dann kam... Die Schwarze Witwe. Ja, der Citroën Traction. Ah ja. Die Charleston-Ente. Die Charleston-Ente, ja. Der gelbe Amanda. Ja. Boy. Und jetzt haben wir einen Skoda. Ein Skoda. Das erste, wenn ich jetzt... Das andere ein Oldtimer, Youngtimer. Jetzt sind wir eigentlich bei einem, ja, modernen Auto, ne? Modernen Auto. Ein modernes Auto. Maserati, sorry. Maserati war ja auch modern. Seit 2020 gibt es den, steht zumindest so hier hinten drauf. Ein Octavia. Und das hier ist mal was anderes, die Executive Edition. Wir haben aber auch die normale, seit neuestem. Wie unterscheiden sich die beiden? Ja gut, die Executive Edition ist immer mit der Bodenplatte. Bei den Kobi Sets in 1:10, 1:12, besser gesagt, okay. Ihr habt immer die Bodenplatte drunter. Also das schöne, ja, das ist ein schönes, ja, so ein Displaymodell hast. Ja, okay. Und in diesem Fall, der hat hier noch ein paar Prints mehr. Also zumindest mal ist mir aufgefallen, die Radmuttern praktisch, die Radnabenabdeckung. Ja. Ist bedruckt mit dem Skoda-Logo. Ja, und vielleicht noch die eine andere Kleinigkeit, die mir jetzt noch nicht aufgefallen ist. Und wir haben insgesamt, ich habe es mal in der Anleitung gezählt, über 60 Prints. Wow. Und was für welche? Müssen wir uns angucken. So. Verpackung. Diesmal von diesem Executive. Ja. Davon haben wir auch noch einige, ne? Ja, so viel sind es nicht mehr, du. Viele sind es nicht mehr, aber wenn ihr Glück habt, kriegt der noch einen. Wobei, du warst ja diesmal ziemlich vorsichtig mit dem Bestellen, ne? Du hast gedacht, Skoda, was Modernes, mal gucken, wie es läuft. Ja, das... Deswegen, es könnte eng werden. Meine liebe Kollegin, du warst, Nadja, bestimmt. Ach, die war da vorsichtig? Ja, aber ja, wir haben uns abgesprochen. Okay. Ja. Kommt ja bald was anderes. Und da waren... Na, Spiele. So, das ist die normale Version. Ja. Unterscheidet sich, am Karton, abgesehen, nichts. Abgesehen von den Radkappen, die nicht mit Skoda-Logo versehen sind, hauptsächlich darin, dass die Bodenplatte nicht dabei ist. Es sind also weniger Teile. Ja, es sind 2622 bei der Version, 2405 bei der normalen Version. Ja, normale Version ist logischerweise ein bisschen günstiger. Naja, schon ein Stückchen auch noch, ne? Also ich glaube 146,95, 120,95 habe ich gesehen. Stand okay. Heute. Gut. Gucken wir uns das Modell selbst an. Kobi bauen macht immer viel Spaß. Du hast die letzte Zeit, du kamst ja ein bisschen zu kurz beim Kobi bauen. Du bist gar nicht mehr so, dass länger her, denn du mal Kobi gebaut hast. Das ja? Letzte war diese, ich glaube das Iowa-Klass-Schlachtschiff. Ja. Irgendein Schiffchen wieder, ne? Ein Schiff, ja. Du bist das Schiff, ich bin der Auto. Hm? Ist okay. Zwei Riesenhefte. Anleitung. Also wirklich. Ja. Kobi, zwei Bücher. Ich zeige es euch nochmal, aber mit Sicherheit habt ihr das alles jetzt schon tausendmal gesehen. Kobi, die Bauabschnitte sind recht klein, das heißt, es ist nicht so viele Einzelteile bei jedem Abschnitt. Ausgegraut, was schon gebaut ist. Ja. Und farblich, was hier reinbaut. Und wir reden hier über die moderne Automodelle, zeig mal die Rückseite, da sieht man sie. Was? Die Rückseite der Anleitung. Das ist doch, wo denn? Ah, hier sind drei Stück, ja. Und hier sind drei Stück. Also, ja, es gibt noch andere Automodelle, ich habe 1:12. Ja, ja. Ja. Boah, ich habe die alle zu Hause. Schick. Schick, schick. Anleitung haben wir hinten, der zweiten Teil der Anleitung haben wir hinten wieder die komplette... Die dicke Teileliste, unter anderem halt auch mit den ganzen bedruckten Teilen, da habe ich gezählt. So, aber kommen wir zum Modell selbst. Was kann's? Erzähl's also, mir. Also, Tüten, Kobi, ich muss es wieder sagen, viele Tüte. Ja. Viele Tüte. Sehr viele Tüten. Tüte. So. Bauabschnitte natürlich. Bauabschnitte, die Platte ist der letzte Bauabschnitt. Ich glaube Bauabschnitt 9. Ich habe auch gemerkt, der ist da nicht so lose drauf, der ist richtig fest auf dem. Der sitzt, den können wir jetzt auch, wir können ihn einfach mal abheben. Das sind vier Füße und das sind die mir mit solchen. Ja. Weißt du? Ja. Weißt du, ob ich die Namen habe? Du steckst so auf diese. Ja. Also du steckst das auf das und dann hast du das. Schon das erste Spezialteil, das ist halt ein 1x2-Brick, der eigentlich auf beiden Seiten offen ist. Richtig. Das ist quasi ein Negativ-Brick. Ein Teile, Baurichtungsumkehrer andersrum. Und hier steckt halt so ein großes Teil drin, damit du da eine Aufnahme hast. Ja, cool.
Riesengroße Fliesen, ja, die riesengroße Fingerabdrücke vom Bauen, aber herrlich. Skoda-Logo ist ja alles lizenziert. Wo wir gerade, und das ist das, was auf der Bodenplatte drauf sitzt. Ja. Das Nordbauweise bei den großen Kobis immer. Und dann lässt du hier mit so vier, ich lerne immer mehr dazu, ich merke das selbst, mit so vier Headlights, die du hier ins Nordbauweise ranbaust. Eben drücke ich ab, oder? Ja, du gehst ab. Total. Und dann kannst du praktisch diese Dinge hier aufnehmen. Hier ja, perfekt. Ich bin so stolz auf dich. Wow. Also, meine Lehre. So, vier tolle Räder. Bremssattel halt. Die ist nicht drehen. Mhm. Ja. Ne? Ja, ja. Die sind da, wo sie hingehören. Wie sich das und die gehört. Bleiben da? Ja, die bleiben da. Die baust du auch selbst dran. Also, das ist eine Scheibe und dann setzt du die drauf. Das ist kein Einstück. Okay. Mhm. Weiß gar nicht, ist das nicht immer so. Egal. So. Dann haben wir hier das gute Stück mit. Kleine Rundung, sehe ich die Fahne, das brennt. Also ihr bekommt diese bedruckten Teile, ich sag mal zu 90% liegen die separat in den großen Tüten. Du brauchst bei Kobi große Tüten. Ja. In den großen Tüten sind kleine Tüten. Ja. Aber diese bedruckten Teile sind meistens nicht in den kleinen, Tüten drin, sondern liegen dann lose in den großen Tüten mit drin. Damit sie nicht so viel an anderen Teilen reiben. Das heißt, aufpassen bei eurem Flocati zu Hause, wenn ihr die große Tüte ausleert, da fallen Tüten raus, aber auch Teile. Mhm. Ja. Und hier vorne dieser riesige Kühlergrill. Kommt in einem der Stück. Kommt in einem, genau. Das sind nämlich ganz viele Teile, die alle auf der Seite in einem Rutsch bedruckt werden. Und da die halt schon en bloc bedruckt werden, stimmt der Print natürlich das sind, 1A. Das sind Fliesen, also Blades. Blades, alles Blades, ja, ja. Keine Bricks. Ja, ja, sind Blades. Und die werden auf der Seite bedruckt. Ja. Ist schon toll. Das finde ich auch. Wo wir gerade hier vorne sind, machen wir die Motor aber auf. Und dann sieht man auch, dass sie da ein bisschen was reingebaut haben, die Kobis. Ja. Mit ein paar Schläuchen, hier diese Flex, das sind richtige Schläuche. Ja. Die heißen einfach Schläuche, oder? Heißen die Schläuche? Schläuche? Ja, ja, Schläuche. Also nehmen wir Schläuche. Ja. Ah, gut. Ja. Ein moderner Motorblock. Man sieht nicht so viele Einzelteile, weil meistens ist alles mit Abdeckungen. So sieht ein moderner Motorblock aus. Halt. Ja. Eine große Plastikabdeckung und fertig. Dann haben wir Türen, die aufzumachen. Wie sich das gehört. Oh, hier oben hüpft mir eine Runde. Da kommen wir gleich zu dem Runterhüpfen. So, dann haben wir den Innenraum. Auch die Armaturen sind wieder bedruckt. Lenkrad mit Skoda-Logo bedruckt. Da wir gerade das Lenkrad sehen, ja, wir haben eine Lenkung, die auch das Lenkrad mit dreht. Ja, lass mich gerade mal gucken. Lass mich gerade mal gucken. Ich habe Lenkrad falsch eingebaut. Es ist nicht auf der falschen Seite, aber das Logo steht auf dem Kopf. Und das flache, abgeflachte Teil ist unten. Okay, also denkt euch das Lenkrad andersrum eingebaut. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, aber... Gut, vielleicht hätte ich es nicht auseinanderziehen sollen. Also das Lenkrad. So, wäre schon besser. Ja, Innenraum, schwarze Ledersitze. Ne? Ich meine, Ledersitze. Ja. Das ist ja die Skoda RS-Version. Das heißt also, das RS, was steht RS? Rallysport? Rennsport? Racing? Sports? Verdammt. Du bist die Vicky. Ja, nicht was Autos angeht. Okay, aber das ist praktisch die... Bei Skoda ist RS die Sportvariante. Aha. Die mit ein bisschen mehr Wumms, ja, und mit ein bisschen mehr. Ja. Was denn? Versuchst du gerade was zu spicken? Nein, ich versuche das Dach. Also das Dach ist hier anscheinend. Leute. Nicht so. Ich hatte Bauspaß. Das Dach hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Okay, ja, ich merke schon. Vielleicht habe ich mich auch wieder ein bisschen blöd angestellt, aber. Das glaube ich nicht. Das Dach machst du zuletzt. Setzt das hier hinten mit so kleinen Slopes fest. Mhm. Und hier vorne musst du das mit... Ja, ja. Komm, lass mich. Man macht es einfach mal da runter. Kann man auch besser im Innenraum zeigen. Genau. Und das hier vorne machst du das mit diesen... Die baust du ja auch einzeln zusammen. Schau mal. Ja, ja. Hier hast du auch wieder diese Einzelteile beidseitig offen. Ja. Und dann setzt du da diese runden Dinge rein. Hörst du mir zu? Ich höre dir zu. Sicher? Ja. Und dann setzt du diese anderen Dinge da rein. Ja. Und dann muss das hier
In die da rein. In diese Aufnahmen rein, richtig. Und das ist Gefummel. Ja, zumal du dann hier auch die Länge genau variieren musst, damit du da hinkommst und hier hinten das hier hinten drauf passt. Ja. Und du zwischendurch in diese Aufnahme noch mit auch diesen selbstgebauten Dingen kommst. Das ist Gefummel. Ja. Ist Gefummel. Kenne ich, erinnert mich ein bisschen an einige von diesen Kobi-Schlachtschiffen, wo du so eine Art Dreibein hast und das muss sich oben in der Mitte perfekt, exakt korrekt treffen, damit du dann oben so einen Turm draufsetzt. Ja, kenne ich. Ja, das fand ich jetzt ein bisschen schade. Kann man den Innenraum hier mit den ganzen, mit dem Armaturenbrett nochmal richtig schön sehen. Und ja, das Lenkrad dreht sich auch, wenn man es wieder richtig sieht. Das große Entertainment-Display hier mit allem. Also da kannst du, also das ist schon. Kannst du während der Fahrt Filme gucken als Fahrer vielleicht besser? Nein, das kannst du nicht. Ja. Das geht nicht. Das geht nicht. Das sollte auch nicht gehen. Wenn wir das Dach gerade abhaben, ein paar Sonnenblenden. Oh, geil. Ne? Ja, schön. Innenliegender Spiegel, Innenspiegel. Ja. Und haben wir hier noch was? Und das kannst du auch machen. Mach auf. Ein recht großer Kofferraum. Ja. Mit so einer Abdeckung, die mir bei den modernen. Ja. Das ist jetzt hier nur deshalb lose, weil eigentlich das Dach noch dran gewesen wäre. Eigentlich ist das ist lose. Das haben wir jetzt. Aber auch hier die Ablage, die Abdeckung kannst du hoch machen. Ja, oh ja. Und hast dann noch. Ein Fach. Also schick. Sehr, sehr schick. Auch hier hinten, Prinz. Dieses Teil hier, Print, also herrlich bedruckt. Wirklich klasse. Weil das hier ist ja eigentlich eine 1x2 Fliese in diesem Trans Red, aber halt teilweise bedruckt. Mhm. Und der Print hier, der geht auch hier oben über den Rand, über den Rand drüber. Also, schon wirklich, wirklich toll, was Kobi da mit den Prints angestellt hat. Muss man ihnen. So, Zauberkünstler, du bist der Beste der Besten. Du bist der Beste, den ich kenne. Kriegst du das wieder dran? Ich probiere es. Und währenddessen kannst du mal die Setcard vorlesen. Okay, Beste der Besten. Ich drücke dir den Daumen. So, wir haben hier den Skoda Octavia. Er ist in der Executive Edition von Kobi, die 24342 mit 2520 Teile. Der Preis ist 146,95. Die Abmessung ist 38,5 cm tief, lang, breit. Lang. Und 16,5 cm breit, quer. Breit, ja genau. Und 14 cm hoch. Ja, mit Platte. Für mich war das, bis ich zum Dach kam, entspanntes Bauen. Beim Dach wurde es dann eher ein bisschen anspruchsvoll. Ich muss es leider so sagen. Ja. Ich liebe es, Kobi-Autos zu bauen. Aber das Dach hat mir so ein bisschen. Ich würde das Dach als spaßbefreit bezeichnen, aber ansonsten ist es entspannt. Es muss auch mal ein bisschen anspruchsvoll sein, habe ich mir dann gesagt. Aber ich sag, Micha, stell dich nicht so an. Ja. Also bei mir hört bei den Schlachtschiffen der Spaß immer auf, wenn es um die Ankerketten geht. Das ist halt Fleißarbeit. Kannst du. Was ist denn eigentlich das? Ein Jumperblade? Das ist ein Jumper. Nicht schlecht. Also an das Dach muss ich nochmal ran in Ruhe oder du musst nochmal in Ruhe ran. Ich setze mal hier auf die. Aber. Aber wir haben noch was. Ja, warte, ich muss das hier gerade noch einführen. Mach du mal, die Jumperbait ist abgegangen. ganz neu, brandheiß, noch warm. Und der Micha ist schon wieder. Ich hätte es fast gesagt, spitz wie Nachbars Lumbi. Hast du aber nicht gesagt. Sag ich auch nicht, das sagt man nicht. Der nächste ist schon da. Und den werde ich bauen. Und da bin ich heiß drauf, wirklich heiß drauf. Man muss dazu sagen, unser Firmensitz ist in Flörsheim. Am Main. Und auf der anderen Seite des Main ist ein großes Betriebsgelände in Rüsselsheim von einer gewissen Marke namens Opel. Ja, und ich bin halt mit Opel groß geworden durch die Familie. Ich denke, ich bin auch auf der Rückbank eines Opels gezeugt worden. Von daher bin ich. Too much information. Man weiß es nicht. So, auf jeden Fall, obwohl so Rekord C. Das könnte sogar Rekord C gewesen sein. Im Kofferraum eines Opel gefunden. Lass mich kurz ausrechnen. Ich gehe davon aus, es war ein Opel Rekord C. Fantastisch. Eher der? Ich werde mit Marco noch ausdiskutieren, was ich baue, aber einer wird's und ich werde ihn euch zeigen, zusammen mit Marco. Ja. Ich freue mich.
Hier unterscheidet sich die Executive Edition von der normalen Edition nicht nur durch die Bodenplatte, die die Executive Edition hat, sondern das Dach ist halt auch eine andere schwarzes Farbe. Kunst. War das Kunst? Kunstleder, Kunststoff, Kunstvelue, was, wie hieß das denn? Ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ein schwarzes Dach. Okay, du willst es kurz mal. Ich habe keine Ahnung von sowas. Wie hieß das denn? War das Kunstleder da? Ihr schreibt es mal bitte in die Kommentare. Wie hießen die Tische früher? Ja. Weil die war nicht lackiert. Das war, glaube. Ja. Man weiß es nicht. Okay, aber der Opel-Rekord C ist jetzt auch da. Und beide Versionen des Skoda Octavia RS. Executive und Normal. Genau. Damit war es das für heute aus der Autowerkstatt und aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt es mehr und wir wünschen viel Spaß beim Bauen. So ist es. Tschüss. Und ich mache jetzt Feierabend. Ich will einen von den roten Dingern bauen. Ja. Und lass mich raten, du würdest lieber die Executive Edition bauen. Marco, darf ich die Executive Edition bauen? Na klar, darfst du. Marco, du bist der Beste.